Das Examen. Also, mein junges Fräulein, ich habe gehört, Sie wollen heute Ihr Examen machen. Sind Sie gut vorbereitet? Ach, Professor, mein Kopf ist ein wenig wüst. Das tut mir leid, aber in der Wüste gibt es auch Oasen. Ja, ob das Kamel die Oase findet? Ich will zunächst einmal Ihre Personalien aufschreiben. Wie heißen Sie? Stasi Krochimalovtschitz mit Doppel-N. Wie? Kro? Ja, mit Doppel-N. Ah, geboren? Ja. Ich meine, wann? Aber Herr Professor, Sie haben doch versprochen, dass Sie die Geschichte keine Jahreszahl dran nehmen. Was ist Ihr Vater? Tot. Das tut mir leid. Aber was war er, als er noch nicht tot war? Lebendig. Nein, ich meine, was ist er vom Beruf gewesen? Verheiratet. Naja, halten wir uns nicht länger auf, beginnen wir mit den Examen. Vielleicht zunächst mal mit der alten Geschichte. Irgendeine Frage werden Sie sicher beantworten können. Zum Beispiel, wann wurde Rom erbaut? Vermutlich in einer Nacht. Wieso? Naja, es heißt doch, Rom wurde nicht an einen Tag erbaut. Nein, ich merke schon, in der alten Geschichte wissen Sie überhaupt nichts. Aber vielleicht kennen Sie sich etwas in der modernen Geschichte aus? Ja, ja. So etwas in der Zeit um Blücher? Sie haben doch sicher schon unser Blücher-Denkmal gesehen. Ja, ja. Nicht wahr? Oben da steht er selbst und unten da steht die Zahl 1813. Nun sagen Sie mal, was hat Blüchner mit dieser Zahl zu tun? Ja, das wird wohl seine Telefonnummer gewesen sein. Ich sehe schon, Sie haben überhaupt keine Ahnung. Das ist das Einzige, was Sie haben. Aber vielleicht ganz normale, moderne Fragen. Wissen Sie in der Politik Bescheid? Oh ja. Definieren Sie mir einmal, was ist ein Staatsmann? Ein Staatsmann ist ein Mann, der gute Reden hält. Natürlich. So kann man es auch sagen, aber es genügt nicht, denn Reden halte ich auch. Ja, aber ein Staatsmann ist ein Mann, der gute Reden hält. Wie, soll ich Sie rauswerfen? Wollen Sie sich über mich lustig machen? Sie, Fräulein Koko. Krochina Lotschnitz mit Doppel-N. Na, versuchen wir es noch einmal. Was können Sie über Schiller sagen? Nur das Beste. Kennen Sie die Jungfrau von Olion? Von wo? Die Jungfrau von Olion. Ach so, ja. Ja, die kenne ich wohl schon. Erinnern Sie sich an die Stelle, wo sie spricht, das Schlachtroß steigt? Ja, da will er wohl mit sagen, dass das Pferdefleisch teuer wird. Mein Herr. Ich will noch einen letzten Versuch machen. Haben Sie wenigstens eine Allgemeinbildung? Ja, ja. Sie sehen jeden Tag die Sonne und Sie sehen auch den Mond. Was ist wichtiger, die Sonne oder der Mond? Nun ja, der Mond natürlich. Wieso der Mond? Der Mond scheint des Nachts, wenn es dunkel ist. Aber die Sonne scheint am Tag, wenn es sowieso hell ist. Sie sind eine Versagerin. Sie haben eine 5. Sie sind natürlich durchgefallen. Ich habe zum letzten Mal eine Frage an Sie. Wollen Sie den ganzen Nachmittag einen Arrest oder Lebzeit meine Verachtung? Ach, Herr Professor, wenn ich zeitlebens um Ihre Verachtung bitten dürfte?